Hello Allerseits, ich heiße Nivedita Kulkarni. Ich stelle einige Zitaten von den verbrannten Autoren dar, mit denen ich mich identifizieren kann. Stefan Zweig: Wer einmal sich gefunden hat, der kann nichts in dieser Welt mehr verlieren. Thomas Mann: Leider sei eben alles heute Politik. Es gebe keine geistige Reinheit mehr. Albert Einstein: Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist nur einfach die Information. Ernst Hemingway: Es gibt keinen Freund, der so loyal ist wie ein Hund. Bertolt Brecht: Der Mensch ist wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Jetzt lese ich einen kleinen Text von Erich Kästner. Kleiner Leser: Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gern liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte. Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Maler den Kilimandscharo oder Karl den Großen oder Huckleberry Finn im Gebüsch. Wer lesen kann, hat ein zweites Paar Augen und er muss nur aufpassen, dass er sich das erste Paar nicht verdient. Ich las und las. Kein Buchstabe war von mir sicher. Ich las Bücher, Hefte, Plakate, Firmenschilder, Prospekte, Gebrauchsanweisungen, Kalender, Mamas Kochbuch, Ansichtskarten und die klitschnassen Zeitungsfetzen, in denen ich Salat vom Markt nach Hause trug. Ich las, als wäre es Atemholen, als wäre ich sonst erstickt. Es war mir eine fast gefährliche Leidenschaft. Ich las, was ich verstand und was ich nicht verstand. Das ist nichts für dich, sagte meine Mutter. Das verstehst du nicht. Ich las es trotzdem. Und ich dachte, verstehen die Erwachsenen alles, was sie lesen? Heute bin ich selber erwachsen und kann die Frage selbstverständlich beantworten. Auch die Erwachsenen verstehen nicht alles. Wenn sie nur lesen, was sie verständen, hätten die Buchdrucker Holzarbeit. Danke.